go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge hier bei die Auswanderer. Alles gut? Servus. Ja, könnt kotzen, wenn ich Steak morgens esse, ey. Steak war mega geil. Naja, ist schon gut. Schwing dich auf den Trecker und schaff was. Ey. Was? Jetzt ein Rockstar? Was denn das jetzt geklaut? Ja. Okay. Bitte. Alter, hat er hier zwei Paletten stehen. Ich glaube, ich spinne. Ich kann mal eine abzweigen. So. Ja, schön hinterm Sitz verstecken. Kannst du mich mal rausziehen, komm? Jo, ich komm. Mit dem gescheiten Trecker. Ich hatte vorne auch kein Gewicht dran, der Idiot. Ich hab gehört mit dem Idiot. Wenn man nicht alles selber macht. Bist du jetzt raus? Was ist denn los? Mal. Der kann jetzt schön weitermachen hier. Ich stelle ihm nur den Trecker hin. So. Leo, servus. Tag. Das Auto kannst du vielleicht mal hier rüberstellen. Braucht er gleich ein bisschen Platz für die Dinge, für die Bäume zum Verladen. Kannst du mal einen Anhänger holen? Den für die Baumstämme. Jo, den Fliegel. Jo. Steht neben Fahrsilo. Jo. Gut. Stellen wir einfach hier so längs hin. Dann kann ich da schön die Stämmchen einladen. Pflegebereifung ist natürlich eigentlich auch nicht so optimal. Ich gebe das Teil nicht um. Och, hat er den schon in die Länge geschnitten? Stell ihn da vor den Timberrunner, geradeaus rein.
Dann können wir da immer rumfahren. Ja, was ist denn jetzt los? Wie kriegt denn der denn nicht hoch? Jetzt hätte ich ihn. Oh. Ich glaube, ich muss Bereifung wechseln. Sehr optimistisch abgeschnitten, der Udo. Schlagschrauber. Schön verrostet hier. So, neues Rad drauf. Hier auch noch mal. Alter. Spinnt selbst eine Starkschraube rum. Scheide Bereifung drauf hier. Das Problem mit dem Baum ist, das ist einer von denen, die hier standardmäßig auf der Karte zu Beginn liegen. Und irgendwie haben wir den schon dreimal eigentlich weggefahren, aber der kommt jedes Mal wieder.
werde dann noch einmal das Glück probieren, ob er jetzt dann weggeht. Aber was macht denn der? Udo? Leo? Was machst denn du hier? Hä? Was machst denn du? Holzstämme verladen. Aber warum denn bei der Hand? Kennt jetzt nicht so meine Marke. Ach, ich komme eher mit der Gabe, glaube ich, nicht klar. Daran liegt's ja. Aber dass er Fendt nicht die Marke ist, das passt auch. Denke ich auch. Dann kannst du hier mal den Baum abschnipseln. Was? Kannst du hier einen Baum absägen. Muss ich nicht immer aussteigen. Wo? Hier, wo ich bin. Irgendwas... Irgendwas stimmt gerade gar nicht. Jetzt. Schnapp dir mal den Baum, Udo. Alter, stehen hier alle rum und machen nichts. Bunkern. Wenn man nicht alles selber macht hier. Udo nur am Denken. Was kann ich als nächstes essen? So, Leo. Ach, wir gucken jetzt zu hier. Ah, runter, runter, hier vorne musst du hoch. Du bist so ein Witzbold. Leo, komm mal her. Helf dir mal. Das ist so gut hier hinten, da passt schon. Leo, du musst links auch mal hochheben. Ja. Ja, hier hoch, genau. Nur drunter und hoch. Ah, jo, passt. Warte, noch ein Stück. Ja. Oh. Drunter. Mhm. Was denn jetzt? Ja, Udo, sägst du mal ab? Eieiei, Kuh steht ja da und zählt ihr Weizenkörner. Ich bin gerade am Gucken. Ja, am Weizenkörner zählen, sag ich doch. So, kleine Schnürschuh. Und was macht der andere? Ey, Gott, oh Gott. Nur voll Idioten hier. Die sind neben dir, ne? Ja, der andere probiert dir einen Stamm drauf zu schieben, der einfach viel zu lang ist. Kann ja nicht gehen.
springen dann, ey. Kesha. Hast du was zu essen hier drin? Alter, hör mal auf mit Essen. Ey, der hat noch eine Kühlbox hier drin. Nee. Liebe Tatten. Das ist ein Arbeitsgerät, keine Küche. Ja, bei mir ist eine Kühlbox drin. Ja. Du musst rappelvoll sein. Bei dir ist auch Küche eher wichtiger. Aber naja. Gut. Das Holz schicken wir mal zum Sägewerk. Lassen uns ein paar Bretter und ein paar Balken draus schnitzen. Der fährt gegen die Laterne. Und der gute Spiegel. Er hat den Spiegel abgerissen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Ciao.